Hey Leute, heute reagieren wir auf mehr oder weniger praktische Lifehacks mit Alltagsgegenständen und lernen mit Hugo die korrekte Aussprache von Wörtern wie Zaczneini und Lasonich. Das wird sehr, interessant. Ciao. Wir reagieren auf 5 alltägliche Dinge, deren Zweck du nicht kennst. Habt ihr Bock drauf? Wenn nicht, ist es mir egal. Und das ist Lux ein Wunder, für ihn kann man gut Werbung machen. Der hat auch hier so Sachen gemacht. Und zwar Sachen aussprechen, zum Beispiel Tzatziki. Zickets Zackzi. Oder auch Synthesizer. Wir schauen uns an, 5 alltägliche Dinge, deren Zweck du nicht kennst. Vielleicht kennen wir sie schon alle und sind jetzt dann gleich super enttäuscht. Ich hoffe, aber Real Talk, jetzt habe ich gerade Angst, wo ich drüber nachgedacht habe, dass das alles Satire sein könnte und das eigentlich ein Bullshit-Kanal ist. Alter, wenn das jetzt Bullshit ist, jetzt kommt es mir erst, als ich gerade mit euch die Aussprachesachen nochmal angeschaut habe, dass ja die einfach eh immer die ganze Zeit reintrollen. Jetzt habe ich echt Angst. Real Talk, ich hoffe, das ist trotzdem gut. 3, 2, 1, los! Hier. Yeah. Naja, Digga, wenn ich das schon sehe. Ich habe jetzt nicht so lange drauf gefreut. Letztendlich ist es nicht viel schlimmer jetzt. Es ist irgendwie genauso lustig. Aber ich habe einen ganzen Tag mich darauf vorbereitet, diese 3 Teile anzuschauen. Yeah, geiler Beat. Es ist aber zu laut. Hä? Nein, jetzt check ich noch weniger. Jetzt ralle ich gar nichts mehr. Hä? Glassprudelflasche. Konvektionssimples. Wir müssen das Video Hugo zeigen. Ja, Alter, ist das ekelhaft. Oh, für eine Bleistiftseite, eine Füllerseite, oder? Jetzt bin ich gespannt. Ja, Kugelschreiber. Der Rote Seite wegradieren. Ja. Keine Frage, okay. Okay. Cappuccino. Kakao-Bilder Mustervorlage. Junge, ist das dumm. Sehr gutes Video. Ach, ja, hier die Lifehacks, die habe ich mit Tim immer geschaut. Wir schauen weiter, wir gucken uns Teil 2 an. 3, 2, 3, 2, 1, los. Zeig uns, wie die Welt funktioniert. Und dieser Beat die ganze Zeit, Mann. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh, Milchtüte. Fun Fact. Grüße gehen raus an meine Mama. Mama, schön, dass du hier heute da bist. Komm rein. Und zwar hat meine Mama mir erklärt, wie das am besten geht. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob das Baden-Württembergisches ist, aber man macht das Ding nicht auf. Denn machst du das Ding auf, dann macht es immer blub, 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 blub. Weswegen? Naja, weil halt Sauerstoff rein muss. Und dann machst du immer blub, 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 blub. Du klappst diese Seite hoch, dann steht die hoch, nimmst eine Schere, schneidest die so schräg ab und jetzt kommt dann der 500 IQ-Trick. Dann machst du hier hinten ein Loch rein. Du nimmst eine Schere, stichst das so rein, dass hier ein Loch ist, dann ist hier das Sauerstoffloch. Was? Was stand da? Universal Zuckerportionierer. Junge. Ja. Digga, vor allem, weil auf unten noch diese Milch dran hängt. Alles ist so absurd ekelhaft. Es ist alles so widerlich. Ach, scheiß drauf. Junge, nein. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Ein Toblerone, okay. Und jetzt? Wow. Ist das ekelhaft. Ich darf es vor allem nicht zeigen, oder?
Twitch, ich skipp den ganzen Scheiß. Sorry. Wir machen die Kleiderbügel-Challenge. Ich wüsste nicht mal, was jetzt... Achso, wie man das Ding öffnet. Nee. Ich wüsste gerade nicht mal, was jetzt die Aufgabe ist. Aber wie man die lagert. Ach, scheiß drauf. Okay. Ja. 1, 2, 3. Ach, dafür war das Ding immer. Spaghetti-Portioniere. Junge. 3, 2, 3, 2, 1, los! Ja, bestimmt halt echt, um irgendwie deine Zigarette besser rollen zu können oder so eine Scheiße. Ja, Ventil. Ach, Digga. Ja, ist das Asse. Und Dr. Best Federung. Bürstenrückseite-Riffel. Digga, schon wieder Füße. Ja, Digga, was ist es so erbärmlich ekelhaft. Schön, dass er weg ist, der Fuß. Digga, aber die haben doch irgendwas mit Füßen. Lass mich ran, er steckt sich das Ding auch wieder an die Füße. Eierschneider. What the fuck? Ah, es ist so. Aber dumm, das funktioniert sogar echt ganz gut. Ja, okay, das ist aber gefaked. Ekelhafter Fetischkanal. Pädophil. Eine Tasse. Tassenbodenaussparungen. Hä? Ja, das fühlt sich halt echt ein bisschen... Also das Problem daran ist so ganz klar, dass wenn du irgendwas wegziehst, dann natürlich auch immer die Tasse mit umfällt. Das ist ja wohl das Worst Case. Aber ich meine, also das sind schon starke Ideen. Jetzt bin ich gespannt. Ach, come on, ey. Das ist jetzt für eine Scheiße. Aber auch, hä? Der Tipp ist einfach vorbei. Lass uns einfach nochmal diesen Tipp noch vervollständigen mit Senfeiern. Ach, Junge, halt's Maul, ey. Okay, 3, 2, 3, 2, 1, los. Majoran. Majoran. Hä? Na, guck mal, wie viele Klicks das hat. Das ist also wirklich. Majoran. Das ist ein bekannter Fehler. Das steht auch bei uns im Duden und so. Einstiegsdrogen. Marian, Digga, Mayonnaise einfach. Oh, jetzt bin ich gespannt, ja. 3, 2, 3, 2, 1, los. Lassange. Ja, das stimmt. Lassange. Hä, was? Das sagt man bei uns auch so. Hä, das ja, natürlich, das kommt aus Frankreich. Nein, das kommt von Bauern. Was für Bauern? Ja, Pferde. Ich denke nicht, dass Frankreich viele Bauern hat. Deutschland. Warum Bauern. Pferde? Da seid ihr bestimmt das Pferd. Lassange, meinst du? Hä, sagst du Lasagne? Junge, Lasagne, ja. Ja, Digga, du bist komplett am Arsch. Ernsthaft? Ey, halt die Schnauze. Ready? Ja. Ready? Ja. 3, 2, 3, 2, 1, los. Satschen-Eini. Was ist denn? Satschen-Eini und Aubergeini sind die Rumius. Na, es ist Hochdeutsch. Ja, Junge. Was sagst du denn dazu? Dann sag doch, was du dazu sagst. Jetzt bin ich sehr... Wie, was? Bukini. Ja, Junge, ach, Digga, du sagst aber jeden Buchstaben wieder schön. Zuckreini. Wahrscheinlich ist das Hochdeutsch, oder? Was? Wahrscheinlich sag ich als König. Warte, ich muss kurz nochmal hören. 3, 2, 3, 2, 1, los! Ich muss grad so lachen, Alter. Evokado.